Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, mal wieder Informationsvideo, das ich euch wahrscheinlich schon seit einer Weile eigentlich schulde. Denn wie ich auch schon in den Kommentaren gefragt worden bin, also eigentlich nur zweimal, aber ich wurde gefragt, warum denn kein Minecraft mehr kommt, beziehungsweise andersrum, wann wieder Minecraft kommt, so war die Frage, glaube ich, gestellt. Ich habe die bewusst erstmal nicht beantwortet, weil ich diese Frage eigentlich allgemein beantworten wollte in Form eines Videos, bloß ich bin offensichtlich nicht so dazugekommen, anscheinend. Sonst käme ja dieses Video früher. Das Problem ist einfach zurzeit, dass mir Recurve irgendwie keinen Spaß mehr wirklich macht. Die Quests sind zwar schön und gut, aber irgendwie habe ich gerade so ein bisschen meinen eigenen Kopf entwickelt, was ich gerne machen wollen würde, aber einerseits möchte ich so ein bisschen noch an die Quests halten und nichts vorgreifen. Und dieser Konflikt stört mich gerade so ein bisschen, weil eigentlich würde ich gern, also wenn ich es machen wollen würde, was ich zurzeit nicht tue, würde ich gern eben meine Erzefarm erstmal fertig machen, dann die Golems dazu direkt packen und dann so eine Art, ja, unendliche Produktionsstätte für Rohstoffe herstellen. Klar wird sich das irgendwie realisieren lassen, aber ich würde mich halt, wie gesagt, gerne halt irgendwie ins Questbuch halten, da Thaumcraft zum Beispiel zuerst mal entdecken für das Questbuch, um dann überhaupt die Golems herstellen zu können, weil ich habe keinen Bock, sozusagen auf eigene Hand Thaumcraft sozusagen für mich zu entdecken. Und dann irgendwann kommt es in einem Questbuch und dann muss ich irgendwie den gleichen Mist nochmal machen, weil es die Hälfte der Quests nicht annimmt. Darauf habe ich persönlich keine Lust gehabt. Und ja. Außerdem kommt man zurzeit so vor, beziehungsweise zur Zeit, das kam mir einfach damals so vor, es ist schon über einen Monat her, glaube ich, dass ich letzte Regrowth-Folge gebracht habe, dass mein Gebiet so ein bisschen so zusammengeflickt ist. Da so ein bisschen was, hier so ein bisschen was, die existieren so nebeneinander, aber nicht miteinander, die einzelnen Gebiete. Was so ein bisschen stört, das ist einfach, fühlt sich so irgendwie zusammengeklebt an. Also so empfinde ich das. Ich weiß ja nicht, ob das anders rüberkommt. Aber wie gesagt, da steht halt das so ein bisschen und da steht halt das. Das sind so eigene. Ach, keine Ahnung. Es fühlt sich irgendwie kacke an. Sagen wir doch so wie es ist. Ja. Und dann habe ich, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich das Video gerade heute mache. So gestern Nacht bin ich so über, also bin ich so meine alten Videos so ein bisschen durchgegangen. Ich weiß gerade nicht mehr wieso. Genau, ich habe ein Video gesucht gehabt und bin da so, weil ich nicht genau wusste, wie es hieß, wo danach ich genau nochmal suchen musste. Also wie ich danach suchen musste, weil das gar nicht so einfach war. Ich habe es übrigens nicht gefunden. Bin ich eben auf meine alten Industrial Craft Let's Plays gestoßen. Also die sind ja wirklich ewig lang her. Und ich habe mich gefragt, was war so Besonderes an Industrial Craft? Was war da anders? Aber ich bin, glaube ich, ursprünglich an dieses Projekt mit der Idee gegangen, Mods zu erklären. Wobei ich ziemlich schnell feststellen musste, dass mir meistens die Mods erklärt wurden, in gewisser Weise, weil ich einfach irgendwann nicht mal ganz so die Zeit hatte, mich so extrem in den Mod reinzuversetzen. Wodurch ich einfach bloß was gemacht habe, meine Ideen versucht habe, da durchzusetzen. Wenn es halt nicht geklappt hat, dann habe ich entweder selber nochmal nachgeschaut oder meistens stand es sowieso schon längst in den Kommentaren, weshalb ich gar nicht mehr nachschauen musste. Deswegen würde ich euch halt gerne fragen. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich irgendeinen catchigen Titel, dann tut es mir schon mal leid, aber vielleicht auch nicht. Würde ich halt euch gerne, die Industrial Craft vielleicht früher schon gesehen haben, mal fragen, was war so besonders daran für euch? Also nicht nur für mich. Für mich war das Besondere. Was war für mich das Besondere an Industrial Craft? Das war mein erstes großes, langes Projekt, sagen wir mal so. Das war eigentlich das Projekt, das mich groß gemacht hat. Wovon man zurzeit nicht mehr so viel sieht. Weil ich bin als Minecraft-Account groß geworden. Wenn man das jetzt groß nennen kann, was ich gerade zur Zeit bin. Und dadurch, dass ich es halt einfach vermehrt nicht mehr mache, halt wieder zusammengeschrumpft. Zurzeit, so wie die Aufrufszahlen sind, könnte ich auch irgendwie so ein kleiner YouTuber mit, keine Ahnung, 50 Abonnenten sein. Das sieht bei den Aufrufzahlen irgendwie nicht so wirklich. Zumindest an den täglichen. Obwohl, nee, die täglichen Aufrufzahlen sind ja immer noch bei über 300, glaube ich. Liegt aber eher an ein paar alten Projekten, weil die immer mal wieder geguckt werden oder irgendwelche Tutorials, die immer wieder geschaut werden.
Wodurch die meisten Aufrufe eigentlich generiere, weniger mein aktuelles Projekt, Life is Strange. Was eigentlich ziemlich underrated ist anscheinend. Es ist ein sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Es ist natürlich gameplay-technisch jetzt nicht auf der Höhe. Es ist sehr einfach gestrickt. Man läuft rum, schaut sich Sachen an. Das war es ja eigentlich. Aber es geht auch hier allein um die Story und die Story ist einfach bombastisch, finde ich. Die ist echt gut gemacht, meines Erachtens. Macht echt Spaß, es zu spielen und diese Story zu durchleben. Und mit der Entscheidung kann man natürlich extrem viel beeinflussen. Man kann beeinflussen, ob Leute sterben und was für Leute sterben. Also nee, gut, was für Leute sterben nicht ganz, aber es gibt halt sozusagen ein paar Punkte, wo man sozusagen hinkriegt, dass Leute sterben könnten. Und das wäre sogar interessant zu wissen, wie es ist, wenn die Leute mal sterben und was sozusagen danach passiert, wie andere Leute dann darauf reagieren. Das wäre sogar so noch ein Spiel, wo man nochmal durchspielen müsste, einfach um rauszufinden, was die anderen Entscheidungen für Auswirkungen haben für den späteren Spielverlauf. Wie gesagt, wer storytechnische Spiele mag, der sollte sich Life is Strange mal angucken. Muss jetzt nicht mal Let's Play sein, aber ich meine generell zum Spiel. Es ist ein sehr gutes Spiel. Ansonsten, wer sich das Spiel halt nicht kaufen will und trotzdem mal interessiert ist, kann sich ja, naja, das Let's Play reinziehen. Fertig aufgenommen ist es schon. Die restlichen Folgen kommen jetzt halt im Laufe der Tage. Ich glaube, Anfang Juli müssten dann sämtliche Folgen draußen sein. Ich habe halt den Zweitagestakt einbehalten, also beziehungsweise vier Folgen pro Woche, vielleicht sollte ich so sagen. Einfach weil ich teilweise nicht wusste, wie ich Zeit habe. Es ging auch meistens ziemlich knapp hinaus, dass ich halt immer recht knapp neu aufgenommen habe. Ja, aber nun gut. Das zu Life is Strange habe ich gleich mehr gesagt, dass ich eigentlich wollte. Ich wollte es eigentlich nur kurz anreißen, aber nun gut. Ist halt so typisch Let's Player, wenn man einmal so ins Reden kommt, dann kann man schlecht wieder aufhören, sondern kommt immer mehr Gedanken und man möchte sie irgendwie alle dann doch noch ausformulieren, wenn man sie schon im Kopf hatte. Meine eigentliche, also was heißt meine eigentliche? Das ist noch eine zusätzliche Frage. Eigentliche Frage war irgendwie, hat sich ja mit Industrial Craft entwickelt, was daran so besonders war? Vielleicht, weil ich auch, ich glaube, ich war auch damals einer der wenigen oder einer der ersten deutschen Minecraft-Let's Player, die Mods gemacht haben. Und dann auch selber Modpacks, beziehungsweise Modpack ist jetzt übertrieben, aber es war halt eine kleine Ansammlung an Mods, die sich halt immer mal wieder erweitert hat. Da war ich ja so ziemlich, glaube ich, war wirklich einer der ersten, also so technikbasierte Mods. Es gab natürlich Leute, die halt diese Kosmetik-Mods mit Tieren und so weiter noch reingepackt haben, aber ich glaube, Technik-Mods gehörte ich, glaube ich, zu einem der ersten. Was mir wahrscheinlich auch verholfen hat, da in der Zeit ziemlich schnell zu wachsen. Na gut, aber jetzt mal, das ist eigentlich so die eigentliche Frage, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Ich bin gerade überlegen, ein neues Projekt zu machen, aber ich würde jetzt mich mal wieder einfach blind irgendwas nehmen wollen an einem Spiel und einfach sagen, jo, das mache ich jetzt. Müsste jetzt damit leben. Und ich ziehe es jetzt einfach durch, unabhängig davon, wie es euch gefällt. Ich möchte das doch einbeziehen und einfach mal fragen, in welche Richtung würdet ihr euch denn ein Projekt wünschen, also welches Genre oder speziell in welches Spiel, und es wäre natürlich schön, wenn wirklich viele hier darauf antworten würden, damit ich sozusagen einen besseren Überblick habe, was denn zumindest von den aktiven Zuschauern, die ich noch habe, was sich da gewünscht wird, damit ich da vielleicht so ein Bedürfnis erfülle. Das nenne ich das jetzt mal. Ich glaube, ich sehe jetzt schon, dass da mindestens einmal Minecraft dran stehen wird. Und vielleicht sogar Industrial Craft Reboot, wo ich mir das auch schon mal überlegt hatte. Bloß, ich weiß nicht, wie weit ich motiviert bin, Minecraft zu spielen. Es ist zurzeit für mich irgendwie immer dasselbe. Du fängst mal am Anfang an, dann baust du halt dein erstes Häuschen, was meistens bei mir diese Blockhütte wird. Dann gehst du halt erst mal ewig minen. Der Anfang ist halt so unendlich zäh, bis man halt mal wirklich mit Technik anfangen kann. Effektiv dauert es halt, was ich gefühlte 100 Folgen. Stimmt wahrscheinlich nicht ganz, aber manchmal fühlt es sich echt so an. Und das ist einfach gerade zur Zeit so anstrengend. Natürlich ist es dann irgendwann cool, wenn man dann mal so weit ist und man hat seine Maschinen und die laufen dann und man will nochmal was Neues weitermachen. Dann läuft natürlich alles viel flüssiger, aber so dieser erste Schritt ist für mich zur Zeit einfach zu anstrengend, weil ich das einfach schon viel zu oft gemacht habe, diesen Anfang, diesen ersten Schritt. Der ist einfach zur Zeit ermüdend. Deswegen
bin ich von Minecraft gerade eher abgeneigt. Zumindest so, wie es momentan läuft. Einfach Modpacks, hier hast du Mods, mach was damit, fang ganz normal in Minecraft an und bla. Irgendwie, ich weiß nicht, das ist gerade. Also nur so, also nur alleine und so, das bla, das irgendwie, ich weiß es gerade nicht. Entschuldigung, dass ich gerade schweige. Ich war gerade bloß überlegen, wie wäre es, wenn ich sowas nur einmal die Woche oder sowas bringe oder zweimal, keine Ahnung. Um mir dann sozusagen selber Zeit zu lassen, aber dann damit delay ich einfach selber das Ganze. Wie mein Fortschritt. Dann dauert es ja doch länger, bis ich irgendwas erreicht habe. Und ich glaube, das ist auch nicht gut. Wenn, dann müsste ich sowas schon täglich bringen und auf tägliches Minecraft-Projekt habe ich zurzeit einfach gar keine Lust. Und ich glaube, wenn ich keine Lust habe, ich glaube, das merkt man auch und dann ja, habt ihr wahrscheinlich auch da keinen Spaß dran. Wenn ich einfach so dran sage und ja, dann machen wir jetzt das und ich glaube, das ist nicht gut. Deswegen nochmal die Frage, um sie nochmal aufzugreifen. Auf was hättet ihr denn Lust, abgesehen von Minecraft an Projekten? Das kann von mir sind alle mögliche Richtungen gehen. Ihr könnt vorschlagen, was ihr wollt. Was ich dann im Endeffekt mache, das ist dann immer noch meine Entscheidung. Ich versuche halt sowas ab. Ich versuche halt sozusagen die größte Schnittmenge zu finden zwischen, auf was habt ihr alle so insgesamt am meisten Bock und auf was habe ich aber auch noch Bock. Weil, wenn, wie gesagt, wenn ich keinen Spaß am Spiel habe, dann ist Kacke. Weil dann ist das Aufnehmen für mich so eine Pflicht und dann ist es ein bisschen mehr und dann wäre die Aufnahme auch meistens nicht so gut. Ich einfach nicht mit der entsprechenden Motivation an das Projekt rangehe. So, jetzt habe ich viel geredet und jetzt ist mir noch was eingefallen. Wobei ich eigentlich gerade aufhören wollte mit dem Video. Es gibt noch eine Kleinigkeit. Mir ist nämlich auch gestern noch aufgefallen, dass ich von manchen Projekten, die teilweise, naja, teilweise fertiggestellt sind sogar. Also teilweise sind sie fertiggestellt, teilweise auch nicht, deswegen teilweise nicht alle Videos online sind. Ich habe zum Beispiel festgestellt, gestern habe ich meinem nächsten Let's Play sozusagen entdeckt und ich habe gesehen, dass die drei letzten Folgen nicht online sind. Also nicht veröffentlicht sind. Und genau so was ähnliches wie mit dem Magicka 2 Projekt, wo wir wirklich komplett durchgespielt hatten, unser Vierergruppchen in zwei Sessions. Aber die anderen, also nicht alle Folgen online sind, also die sind teilweise sogar nicht mal ganz hochgeladen. Die müsste ich aber, glaube ich, noch auf Festplatte haben. Und meine Frage ist jetzt, soll ich diese alten Projekte, die zumindest die fertigen, veröffentlichen, beziehungsweise bei Magicka 2 auch hochladen. Wobei die Frage ist halt ist, die sind halt so aus dem Kontext gerissen, schaut die sich überhaupt noch wer an? Natürlich ist es schön, sowas noch zu haben, das ist so ein fertiges Projekt. Muss ich dann, wenn jemand, ich weiß nicht, schaut sich jemand eigentlich alte Projekte einfach so zum Spaß an, so fertige Projekte, wo einfach nicht auf Folgen warten muss? Das ist eigentlich auch immer eine interessante Frage. Meistens schaut man sich doch eher die Folgen an, die aktuell sind. Einfach weil man auf dem aktuellsten Stand sein möchte und dann kann man was schreiben und meistens antwortet der YouTuber dann eher auf die aktuellen Sachen. Wobei ich auch alte Videos, also alte Videos, die kommentiert werden, beantworte. So ist es nicht. Ja gut, ja. Das wäre halt noch die zweite Frage, ob ich sowas diese Videos hochbringen sollte. Weil ich glaube ich noch sogar, das ist ein nicht fertiges Projekt von Darksiders 2, habe ich auch noch Folgen, die nicht hochgeladen wurden. Aber wie gesagt, das Projekt ist noch nicht ganz, immer noch nicht fertig. Aber es ist auch schon wieder so umgestückelt. Na gut, jetzt habe ich viel geredet. Nochmal kurz zusammenfassend, was ich von euch nochmal wissen wollte. Was hat Industrial Craft 2, das, also Let's Play, so ausgemacht, eurer Meinung nach? Was war das Besondere daran? Also sofern von euch das gesehen hat, das sind ja inzwischen ja auch neue dazugekommen. Dann, was für ein neues Projekt soll ich denn machen? Ich hatte zum Beispiel letztens übel Bock auf Watch Dogs, weil ich die Watch Dogs 2 Präsentation gesehen habe. Da hatte ich echt Lust, in den ersten Teil nochmal zu spielen. Oh, Entschuldigung, jetzt schweife ich wieder ab. Was soll ich sagen? Genau, neues Projekt. Und, ach genau, das mit den alten Let's Plays. Ob ich sozusagen die fertigen Folgen noch hochladen soll. Aber wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob sich das jemand anschaut. So, na gut, jetzt habe ich lange genug gequatscht. Das ist echt erst noch eine Viertelstunde geworden. Ich dachte, ich quatsche so 5, 6 Minuten, vielleicht 7 und das war's. Jetzt bin ich bei fast 15 Minuten. Na gut, das reicht aber jetzt auf jeden Fall. Ich
wünsche euch einen schönen, warmen, sonnigen Tag. Zumindest bei mir ist es ein solcher. Ich bedanke mich schon mal für die Antworten, sofern sie kommen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Irgendein Let's Play oder Video, wie auch immer. Bis dann. Ciao.